Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, lieber Svenny. Happy birthday to you. Ich mag das nur, aber ich komme nicht. Alles Liebe zum Geburtstag. Moin Ostermontag, was haben Sie da jetzt eben gemacht? Was soll das sein? Aus dem Ü-Ei. Ein Pinguin. Und der soll in der Sonne braun werden. Wir haben schon alles ausprobiert. LED, Taschenlampe, UV. UV-Licht. Klappt nicht. Jetzt legen wir ihn einfach auf die Fensterbank. Vielleicht schmilzt er dann ja komplett. Das ist ein alter Plastikfleck. So, und da darf er sich jetzt bräunen. Er ist im Urlaub. Und was gibt's hier jetzt? Wir haben jetzt hier einen Brunch. Allerlei Brötchen. Ich nehme dann mal die Eier, die sich ganz schwer pellen lassen, weil so frisch. Dann haben wir Schinkenbrötchen mit Fleischsalat gefüllt. Ja. Hier gibt es noch ein paar Laugenhäppchen. Ja. Und einen zertrümmerten Osterhasen um den Kopf. Einen angeknabberten Hasen. Das haben Alex und Christian auch immer nur den Kopf ab vom Weihnachtsmann, von Osterhasen. Sven durfte denn den Körper essen. Ich entscheide mich für Philadelphia. Etwas Frisches braucht der Mensch. Und ich für Bavaria Blue. Frohe Ostern. Entschuldigung, frohe Ostern. Wir haben heute Geburtstag und Ostern. Also wir haben nicht Geburtstag. Nein, Sven. 55. Wie unschwer zu erkennen. Ja. Also wir sind jetzt nicht. Wir sind auch 55, aber schon vor 18 Tagen geworden. Ja. Ich bin also die ältere Ehefrau. Aber ich bin noch keine Oma. Ich habe nämlich kein Enkelkind. Ich habe nur eine Nichte. Ja. Ich bin auch noch keine Oma. Gottes Willen. Unsere Kinder werden auch nicht verheiratet. Das ist cool. Mit 8. Nein. Wir werden jetzt direkt mal in Ruhe frühstücken. Dann haben die schon eine Rückfahrkamera. Ja, aber guck mal, er kann doch gar nicht weiter zurück. Nein, der ist auch zu groß. Der kommt doch vorne gar nicht rum. Nee. Es wird nichts. Oh, sie ist schon voll angefressen. Ja? Ununterbrochen. Magda, was machen Sie denn nun schon wieder? Magda baut einen Tisch zusammen. Svens Geburtstagstischchen. Magda hat immer irgendwas zu tun. Wenn sie jetzt keine Füße oder Hände oder Gesichter, Augenlider strafft, dann werden irgendwelche Sachen zusammengeschraubt, gebohrt, getackert, gehämmert und gesägt. Und was machen Sie so? Schrauben essen. Was macht Hausvater? Macht das Essen. Es gibt Schraubensuppe, nicht Graupensuppe. Das ist übrigens Montage Magda. Ja, für alles gibt's eine Magda. Maniküre Magda, Montage Magda. Massierende Magda. Ibulata. Dein Geburtstagstisch ist fertig. Ja, vielen Dank.
Bitteschön. So. Cool. Deine Beine noch auf dem Schemel? Ja. Das gerade machen, sonst ist es so hüft. Hallo, nicht auf der Bildstoff. Leider. Das ist für Getränk und für Essen. Hoch. Ja, praktisch, ne? Ja. Kannst ablegen ja. Da. Mein Getränk, Kaffee, Essen. Alles. Ja. Und ich glaube, den kann man auch hier hin. Ja. Ja. So. Dann kann er da auch was snacken. Ja. Und ich kann da trotzdem noch liegen. Ja. Weißt du so, dann braucht er das dann oben nicht abstellen. Nee, genau. Ja, moin. Coffee Time ist gleich vorbei. Ich habe noch einen Schluck. Da. Magda macht Mittag. Ja, was gibt's denn heute? Kurze Pause, Schrankpause. Was haben wir hier? Wir haben frischen Spargel, Annabelle-Kartoffel, die Königin der Salatkartoffeln und Kalbfleisch. Ganz zart gebraten. Gebacken. Gebraten. Illy hat ohne Soße. Alles ohne Soße. Guten Appetit. Wenn man jemanden ganz, will, dann man ganz zartes Kalbfleisch. Auch Annabelle. Spargel frisch in Hollandaise. Was liegt an? Ich gucke gerade das Video von gestern, das habe ich auch so noch nicht gesehen im Zusammenschnitt. Hab ein paar Kommentare gelesen, geliked und jetzt gleich machen wir mit dem Klamottenschrank von Sanne weiter. Der wird ausgemistet, neu durchsortiert und wieder eingeräumt. Gabriele aus Maryland ist neue Zuschauerin bei uns. Ja, hallo Gabriele, über den großen Teich. Freut uns, dass es dir gefällt. Ja. Genauso wie alle anderen. Willkommen in der Klönschnack-Familie, ja. Der Gleichgesinnten. Ich bin auch wieder da, ich habe Geburtstag. Oh, ja. Happy du Birthday. Hast ganz viel über Insta und Dings, WhatsApp. Alle grüßen dich, ja. Alle. Ja. Ja. Ihr seid alle zurückgerückt. Vielen Dank für eure Anteilnahme. Anteilnahme? Ja, 55. Kannst auch nicht drehen. Nee. Gitte wollte, uns geht's ja genauso. Gitte wollte die 5 drehen, aber das wäre dann... Nix. Doch, 25 oder 52. Aber es ist ja beides nicht mehr. Was geht's bei uns nicht mehr? Wir sind schon jenseits der 55. Seit 18 Tagen. Ja, ja nun, aber wir sind ja 55. Jahr. Und wir sind auch... Nee. Wir sind 56. Fang nicht an wie Rechnung mit Drachenlord. Ja, seine Geburtstagstheorie. Das 55. Lebensjahr vollendet. Dann sind wir jetzt im 56. Lebensjahr. Ja. Ich war auch nicht einzeln geboren. Ich frag Drachenlord. Wo können wir denn hin? Scheiße, danke. Steht da drauf, was da drin ist? Ja. Also ist der jetzt für ein Auto eigentlich nicht mehr tauglich? Nee. War vorher auch nicht mehr. War abgelaufen. Ich kann schon was rausbohren. Achso. Mit der Sicherheitsschere in den Finger. Sag doch was, soll ich schneiden? Frag bloß nicht. So, gib mal her.
Mit diesen Scheren mit kannst links. Du links nicht schneiden. Ich kann auch, du schneidest doch mit rechts. Ja. Nicht da drin. Entschuldigung. Ich habe Spargel geschält. Spargel kommt aus der Erde. Du bist wegen den Pilzen, musst du aufpassen. Wie ein Klipsierler. Ja, nicht das. Nicht. Odin, der alte Ölmensch. Es ist nur nass von den Abwaschen. Ich habe alles gelesen. Ja, ja. Mudi ist letztes Jahr im Sommer gestorben. Ich würde jeden wärmstens empfehlen. Auch wenn ihr jetzt nur zwei Mann seid, wie Sven und ich, wenn jetzt Gedei leider Alex und Chris nicht da sind, Spiele. Spielt mal wieder Spiele. Gedei hat letztens mit den Kindern zusammen bei Stromausfall hatten wir hier in Rahlstedt. Was hattet ihr gespielt? Scrabble. Und ja, wir haben jetzt die Spielesammlung hier mal am Wickel und gucken uns das hier mal so durch. Ein Reisekniffel haben wir ja auch noch für unterwegs da. Das ist das große Scrabble. Was ist dir denn jetzt? Ich bin Mr. X. Sieht man das nicht? Doch. Und die anderen sind vom Scotland Yard, das sind die Detektive. Mhm. Ich sortiere hier die Fahrkarten. Weißt du, ob jetzt hier bei uns wieder Rodeo-Wochen sind? Was? Rodeo-Wochen? Hörst du nicht die Pferde galoppieren? Nein. Ich höre ein Pferd. Der elektrische Reiter. Ja. Ich werd affig. Weck ihn mal und sag, du gehst jetzt zur Schule. Weiß ihn auch. Das ist ganz kannst zum Müll so gehen, dann sind wir ganz unauffällig. Ja. Jetzt hey du. Warte. Hey. Hey du. Wer ich? Ja, du. Psst. Wer ich? Komm mal her. Komm mal noch näher. Willst du eine 5 kaufen? Eine 5? Ja, ich habe eine im Sonderangebot, eine 5, ganz billig heute, nur 1 Euro. 1 Euro? 1 Euro? Ja. Für 10 Pfennig, diese gekauft. Ich habe noch eine, 2 Stück. Die gibt's für 1,50. 1,50? Nicht so laut. Das ist geheim. 1,50. Ja. Nee, ich hab die schon. Tschüss. Du kannst auch eine 25 haben. Nein, ich brauch keine. Tschüss. Nimm 22. Oh. Wollte die doch kaufen. Jetzt will ich sie nicht mehr. Doch, kannst du haben. Kaputt will ich sie nicht. Du kannst doch nicht wedeln. Für die EM. Für die EM. 5 zu 5. 5 zu 5. Mach mal Cheerleader, weißt du, mit diesen ja, Dinger. Und Luftschwung und dann Spagat. Ja, klar. WM, WM. Kansas City. Jetzt kaufen? Nee, jetzt nicht mehr, die alten Lachsäcke da.
was man Tolles damit machen kann. Guck mal. Die, die jetzt Kopfhörer tragen, die werden sich freuen. Lieben Freunde der Lust und Unterhaltung, ihr könntet jetzt denken, ich sitze hier oberkörperfrei. Wenn man genau hinsieht, habe ich ein fleischfarbenes Lingeriehemdchen an. Tonton mit dem Hautton. Lingerie. Boulangerie. So, wir sagen jetzt gute Nacht. Gute Nacht. Wir gucken noch einen Horrorfilm. Ja, wie hieß der noch? Megan. Megan gucken wir jetzt. Megan gleich. Auf Netflix. Und hier sagen wir Gruß, Kuss und Schluss.